Reimt sich Geschichte. 2008 mussten die Notenbanken die Zinsen senken, weil wir das Platzen einer Immobilienblase gesehen haben. Damals war diese Immobilienblase im Prinzip politisch gewollt, kann man sagen. Die Clinton-Doktrin lautete, jeder Amerikaner soll sich ein Haus leisten können, auch die, die es eigentlich nicht sich leisten konnten. Die Folge: jeder wollte irgendwelche Immobilien kaufen, die Banken sollten die Kredite vergeben, so passierte es, dementsprechend die Nachfrage riesig, die Preise schossen durch die Decke. Irgendwann war letztendlich der Bogen so überspannt, dass die ganze Geschichte heftig zurückschnappte. Jetzt haben wir es mit einer anderen Art von Immobilienblase zu tun. Es ist der Ausfluss einer Vermögensblase, die wiederum entstanden ist, weil die Notenbanken die Zinsen gesenkt haben. Und wir sehen jetzt in Deutschland richtig Stress bei Immobilienaktien. Wir sehen in den USA richtig Stress, vor allem im Bereich Gewerbeimmobilien. Und wir wollen uns diese ziemlich, wie soll man sagen, delikate Situation mal im Einzelnen anschauen. Gucken wir zunächst mal nach Deutschland. Deutsche Immobilienaktien stürzen ab. Nach Aussagen der Citigroup, die sagen, naja, diese Aktien, die könnten sich von jetzt an nochmal halbieren. Und siehe da, wir haben eine Vonovia aus dem DAX, die heute wieder gut 5% fällt. 62% in 12 Monaten gefallen, 28,8% seit Jahresbeginn. Net Slash, das kommt aber auch andere Immobilienaktien unter Druck, etwa Deutsche Wohnen, wie sie alle heißen, Around Town und so weiter und so fort. Und das Problem ist, die Finanzierungskosten für diese Firmen sind deutlich gestiegen. Das reduziert den zukünftig erwartbaren Cashflow. Und gleichzeitig gibt es eben ein Problem bei den Bewertungen dieser Immobilien. Die fallen latent im Preis. Auch wenn es jetzt so ist, in Deutschland etwa Neubau kannst du gar nicht mehr günstiger anbieten aufgrund der riesigen Kosten. Aber insgesamt eben die Immobilien, die bei diesen Wohnbaukonzernen oder bei diesen Wohnungskonzernen im Portfolio sind, die verlieren an Wert. Das ist eben letztendlich die Folge der gestiegenen Zinsen, so wie die Nullzinsen eben Vermögenspreisblasen, vor allem am Aktien, aber vor allem eben am Immobilienmarkt aufgeblasen haben. So sorgen steigende Zinsen dann letztendlich für das Platzen der Blase. Was also tun? Musst du wieder mal die Zinsen senken? Das ist die große Frage. Und wenn wir uns jetzt mal alleine anschauen, was dieser Immobiliensektor hier in Deutschland ausmacht, dann sind das knapp über 12%. Ist in den letzten Jahren wieder deutlich wichtiger geworden. War schon mal in den 90er Jahren etwas mehr, aber das war so ein bisschen auch der Boom, ein Bauboom, der dann eingesetzt hat nach der Wiedervereinigung. Also das wäre ein richtiger Faktor. Das ist durchaus ein Schwergewicht, dieser Sektor, was alles dranhängt. Projektentwickler, Immobilienfirmen und so weiter und so fort. Und heute haben wir wieder mal neue Daten aus den USA zum Immobilienmarkt bekommen. Case-Shiller Hauspreisindex, 7. Monat in Folge gefallen. Das hat es schon lange nicht mehr gegeben. Hier sehen wir das vor allem die Westküste, San Francisco, Seattle, San Diego, Phoenix, Las Vegas sind betroffen, dagegen hier Miami und solche Städte, eine der wenigen, die sich diesem Preissturz letztendlich entziehen können. Und heute hat der Ideengeber dieses Case-Shiller-Hauspreisindex, nämlich Mr. Schiller, Nobelpreisträger, gesagt, also ich denke, dass die Immobilienpreise immer noch extrem hoch sind nach historischen Standards. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass der Abwärtsmove bei den Immobilienpreisen weitergehen wird. Dementsprechend würde ich jedem raten, wenn er kann, irgendwie noch zu warten mit einem Kauf einer Immobilie, weil Subtext es deutlich günstiger werden wird. Und in den USA das große Problem, dieser Gewerbeimmobiliensektor, der so darunter leidet, dass die Arbeitswelt sich verändert hat nach Corona, viel mehr Homeoffice, die Auslastung der Gewerbeimmobilien ist nicht mehr da, viele Shopping-Mails laufen nicht gut. Hier sehen wir mal, 70% etwa werden finanziert der Kredite in diesem Bereich durch jene Regionalbanken, die ja ohnehin schon unter Druck sind, aufgrund der Mittelabflüsse, wegen höherer Zinsen, die man andernorts etwa in Geldmarktfonds bekommen kann. Und in den nächsten 5 Jahren werden 2,5 Billionen dieser Kredite fällig. Da muss also eine Anschlussfinanzierung her. Das wird schwierig, denn der Wert der Gebäudeimmobilie ist gesunken. Gleichzeitig sind die Zinsen viel höher. Die Amerikaner merken davon noch nicht so wahnsinnig viel, dass es jetzt irgendwie günstiger wird, etwa wenn sie mieten. Hier sehen wir, die Mieten sind jetzt im Vergleich zum Vorjahresmonat im Februar um 8% gestiegen.
Also noch ist da in Sachen Mieten eben kein Druck, aber das könnte dann auch bald kommen. Ja, kann die Fed dann die Zinsen senken? Das ist die große Frage. Können die anderen Notenbanken angesichts der Inflation die Zinsen senken? Hier schauen wir mal. Underlying US Inflation, also die Kerninflation ohne Nahrung und Energie, ist wieder deutlich über dem Zielwert der Fed, vor allem Core Services ex Housing. Das ist das, was die Fed, was Paul immer wieder in den Fokus gerückt hat, also der Dienstleistungssektor ohne Immobilien, dass da die Preise unter Druck sind, das wissen wir, aber ohne Immobilien, da sehen wir immer noch hohe Inflation und das ist eigentlich laut eigener Aussage von Jerome Paul die Voraussetzung, dass man da in Sachen Zinsen vielleicht auch mal nach Süden gehen kann und nicht nur nach Norden. Aber dennoch, die Spekulation, dass hier die Zinsen bald sinken werden, die schießen in den USA ins Kraut. Da ist jetzt eine richtige fette Diskussion entstanden. Apollo etwa, ein Analysehaus, vertreten durch Thorsten Slock, ehemaliger Deutschbanker, einer der besten Analysten insgesamt, der sagt, ja, ich gehe davon aus, dass die Fed bald die Zinsen senkt, weil die Inflationserwartungen, die ja von den Märkten auch bepreist werden, fallen. Darauf wird die Fed, so sagte Thorsten Slock, dann letztendlich reagieren. Jetzt sagen manche, du hast doch gesagt, no more rate hikes. Actually, I said no more rate hikes. Das bringt vielleicht diese ganze Geschichte so ein bisschen auf den Punkt. BlackRock etwa sagt, nein, wir erwarten, dass die Fed nicht die Zinsen senken wird. Sie wird versuchen, vielleicht da ein bisschen nachzulassen bei der Inflationsbekämpfung, aber sie hat strukturell das Problem, dass wenn sie das eine versucht zu unterstützen mit sinkenden Zinsen, das andere eben wieder gefährlich wird, nämlich die Inflation. Und hier sehen wir mal, PIMCO-Chefvolkswirt Paul McCauley sagt, also wir gehen davon aus, dass die Fed ja jetzt schon ein bisschen dovish war bei der letzten Sitzung und bei der nächsten Sitzung schon eine Zinssenkung kommen wird. BlackRock, wie gesagt, sieht das ein bisschen anders. RBC, Royal Bank of Scotland, sieht es auch so. Zwei Zinssenkungen in der zweiten Hälfte des zweiten Jahres. Wann senkt die Fed historisch gesehen die Zinsen? Wenn man sich mal die Vergangenheit anschaut, Charts aus der Vergangenheit anschaut, und die Arbeitslosenquote mit der Inflationsrate vergleicht, dann beginnen die Zinssenkungen dann, wenn die Arbeitslosenquote über der Inflationsrate liegt. Da sind wir bei der Inflation aber bei 6% und bei der Arbeitslosenquote glaube ich 3,5 oder 3,6%, also noch deutlich drunter. Da müsste also einiges passieren. Wir sehen aber hier schon bei den Earnings Calls, also bei den Berichten der Unternehmen vor Analysten, dass immer weniger die Rede ist jetzt von Labor Shortage, also von Arbeitskräftemangel, sondern immer mehr von Job Cuts. Wir wissen ja vor allem aus der Tech-Industrie, dass da viele Jobs gestrichen wurden. Jobs werden wahrscheinlich auch im Bankenbereich gestrichen, so wie es aussieht, nach der Pleite der Silicon Valley Bank. Jetzt haben US-Senatoren, und zwar aus beiden großen Parteien, also Republikaner und Demokraten, einen Brief geschrieben an Jerome Powell und gesagt, bitte antworte mal, wie das passieren konnte, dass diese Bank irgendwie pleite ging. Habt ihr da ein bisschen bei der Aufsicht gepennt? Habt ihr da eigentlich wirklich alle Instrumente eingesetzt, die ihr hättet einsetzen können? Und die klare Antwort, die jetzt schon klar ist, nein, denn erstens sind da keine Stresstests durchgeführt worden bei den Regionalbanken, etwa Banken mit einer Bilanzsumme bis zu 500 Milliarden Dollar. Anders als bei den Großbanken, aber vor allem bei den Stresstests, die man bei den Großbanken gemacht hat, war alles vorgesehen, nur nicht, dass die Zinsen steigen. Das heißt, man hat hier Stresstests gemacht bei den US-Banken, ohne die Möglichkeit überhaupt ins Auge zu fassen, dass die Zinsen mal steigen. Und damit ist die Fed, wie Sven Henrik hier zeigt, letztendlich Opfer ihrer eigenen Ideologie geworden. Denn man hat ja bis Ende 2021 immer gesagt, ach was, die Inflation, die ist doch transitory, die ist vorübergehend. Also ist man sozusagen das Opfer seines eigenen Mantras geworden. Das zeigte schon alles. Und heute gab es ja diese Anhörung von Barr, dem Vizechef, was die Aufsicht betrifft innerhalb der Fed. Und der hat gesagt, also an diesem Freitag, an dem dann die Silicon Valley Bank praktisch einen Insolvenzverwalter bestellt bekommen hat, es sind 100 Milliarden ausgeflossen, am Tag davor 42 Milliarden Dollar, also wahnsinnig schnell sind hier Gelder abgezogen worden. Hyperspeed Bankruns durch digitale
Möglichkeiten, die es eben früher nicht gegeben hat. Hier sehen wir mal diesen Cartoon, da sieht man, die Fed fährt über die Banken drüber. Der Rettungswagen ist dann praktisch das große Problem für den zu rettenden. Und Jim Bianco hat sich das Ganze angeschaut, nämlich diese Anhörung heute vor dem Senat von Barr, und sagt, ja, also du hast natürlich über 4000 Banken in den USA und du wirst immer einige haben, die so ein bisschen hart am Wind segeln. Und die trifft es halt dann, sobald Stress ins System kommt. Und diese Zinsanstiege, die haben Stress ins System gebracht in einer Welt, die überhaupt nicht auf Zinsanstiege eben reagieren kann eigentlich, weil alles sich vollgesogen hat mit billigem Geld, die Schulden gestiegen sind, dann werden diese Schulden teurer, wenn die Zinsen steigen, und die Banken wurden gezwungen, bestimmte Staatsanleihen oder Mortgage-Backed Securities in ihren Portfolios zu halten. Das ist dann unter anderem der Silicon Valley Bank auch zum Verhängnis geworden und zum Verhängnis könnte werden für den in den USA wirklich sehr bedeutsamen Broker und Bank Charles Schwab, denn die haben offenkundig mit Kundengeldern langlaufende oder haben mit Kundengeldern Anleihen gekauft, haben getradet, haben darauf spekuliert, dass die Renditen für US-Staatsanleihen weiter steigen. Aber dann kam ja diese Bankenkrise, dieser Stress im System. Dann kam letztendlich die Erwartung, wow, dann kann die Fed die Zinsen nicht mehr anheben, sondern wird sie vielleicht senken müssen. Also fielen die Renditen deutlich. Jetzt sitzt Charles Schwab auf einer gigantischen Verlustposition. Und gleichzeitig sehen wir, wie hier Gelder abgezogen wurden und wie diese Aktie unter Druck gekommen ist und da massivsten Volumen. Also das könnte hier der nächste schwarze Schwan sein, ein Broker, der gleichzeitig eine Bank ist, der mit Kundengeldern hier Sachen gemacht hat, die offenkundig nicht so ganz, naja, gut ausgehen könnten, um es mal so zu formulieren. Und Larry McDonald sagt, also wir haben 21 systemische Risikoindikatoren und alle zeigen an, dass es echt Stress geben wird, die mit der höchsten Wahrscheinlichkeit seit Corona. Und er bezieht sich da vor allem auf die Kreditqualität in den Büchern der Banken, etwa bei Gewerbeimmobilien. Da sind Bewertungen der Fall, die jetzt nicht mehr der Fall sind. Früher oder später müssen Banken dann Abschreibungen machen in gigantischem Volumen. Larry McDonald, der hier für The Bear Traps Report das Ganze herausgibt, beziehungsweise er ist der Gründer desselben. Und ja, die Aktienmärkte, die sind weiterhin complacent, also da wird nichts passieren. Wir haben nach wie vor diese massive Dominanz von Apple, vor allem von Microsoft, die unglaublich schwergewichtet sind und gut performt haben und dadurch das Ganze so ein bisschen hübscher erscheinen lassen, als es eigentlich für die Gesamtheit der Aktien ist. Der Breadth, also die Marktbreite, ist nach wie vor sehr schwach, auch wenn wir gestern mal so eine kleine Umkehrung gesehen haben, wo die Dickfische aus dem Tech-Bereich eher nachgegeben haben und dann Aktien generell, vor allem Bankaktien, zugelegt haben. Aber das könnte eine Ausnahme bleiben. Wir sehen, dass sehr, sehr viel Geld jetzt in die Märkte, in die Aktienmärkte geflossen sind, wie die Umfrage der Bank of America zeigt, die ja ganz große Fondsmanager befragt. Da hat man vor allem in US-Aktien sehr, sehr viel Geld gesteckt. Also da ist man wieder optimistisch geworden. Das erklärt vielleicht auch ein Stück weit die Anstiege. Da hat man sich gesagt, wow, dann ist der sichere Hafen ja wahrscheinlich Tech, wenn wir eine Bankenkrise haben. Aber wir sehen, dass ähnliche Probleme wie in den USA offenkundig auch in Europa der Fall sind. Hier sehen wir mal die Abflüsse von Kapital von deutschen Banken, nicht deutschen, sondern europäischen Banken. Und diese Statistik stammt noch vor der ganzen Bankenkrisensituation, die wir hier gesehen haben. Und wir sehen auch, dass der Credit Flow deutlich sich verschlechtert. Die Banken werden immer strenger bei ihrer Kreditevergabe, als das letzte Mal der Fall war. Das war 2013. Da waren wir noch so im Bereich der Euro-Krise hier in Europa. Und für die Unternehmen wird es auch schwer, für die kleineren vor allem Kredite zu bekommen. Die großen dürften da weiter relativ unbelastet bleiben. Aber insgesamt die Firmen, die übervollen Orderbücher, die sind jetzt nicht mehr übervoll. Hier gibt es ja die Umfrage etwa, wie schaut es denn aus mit den Auftragseingängen? Da kann man verschiedene Antworten geben, entweder verhältnismäßig hoch oder eben zu klein. Und jetzt ist das ausgewogen. Das heißt, der Stau aus Corona ist hier abgearbeitet worden. Das heißt, man fällt dann vielleicht ein Stück weit in ein Loch. Jetzt abschließen, meine Damen und Herren, drei Empfehlungen.
Die erste bringt nochmal dieses Immobilienthema auf den Punkt. Die Citibank-Aussagen, die sorgen hier richtig für Panik. Warum, wieso, weshalb lesen Sie in diesem ersten Artikel? Der zweite Artikel, Deutsche Bank, Kurssturz. Es könnte ein einziger Trade gewesen sein, der diese massiven Turbulenzen, die wir Ende letzter Woche bei der Deutschen Bank auch gesehen haben, als die Credit Default Swaps nach oben schossen, ausgelöst haben. Ist das glaubhaft? Schauen wir mal oder schauen Sie mal, genauer gesagt. Zweite Artikelempfehlung und dritte Artikelempfehlung, Heiner Flass, der sich zu einem immer besseren Freund von mir entwickelt, der meint, dass die Inflation in 3 Monaten ganz verschwunden ist, argumentiert mit den Erzeugerpreisen, die ja runterkommen, das ist richtig, aber das war kein Argument für ihn zu sagen, hups, da könnte die Inflation weiter steigen, als die Erzeugerpreise durch die Decke schossen. Und Flassbeck leugnet den Zusammenhang zwischen letztendlich der Geldmenge, dem Quantitative Easing der Notenbanken und der Inflation. Aber eigentlich ist dieser Zusammenhang aus meiner Sicht ziemlich klar. Die Notenbanken haben mit diesem Quantitative Easing sozusagen künstlich die Finanzierungskosten gedrückt. Was passiert, wenn du keinen Zins mehr hast, wenn du den Zins abschaffst? Dann steigen die Vermögenspreise, also nehmen die Leute höher Kredite, damit sie überhaupt sich eine Immobilie leisten können. Damit erhöht sich die Geldmenge weiter etc. etc. Und genau das Gegenteil passiert eben jetzt. Aber schauen Sie sich gerne mal den wunderbaren Heiner Flassbeck an. Es ist wirklich eine Freude und alle anderen irren sich. Nur der Heiner, der weiß es wie keiner. Das könnte das Fazit dieses Videos sein. Immer von sich überzeugt, als gäbe es nichts anderes auf der Welt. Herrlich, das zu gucken. Ich empfinde das inzwischen fast schon als eine Parodie. Also 3 Artikelempfehlungen, meine Damen und Herren. Ich hoffe, wir sehen uns morgen in alter Frische. Servus, ciao.